Eine absolute Frohnatur und dann auch noch so niedlich. Der Zwergspitz ist ein toller Familienhund mit flauschigem Fell und tollem Charakter. Diese quirlige Rasse braucht viel Aufmerksamkeit und eine gute Erziehung und dann habt ihr die besten Chancen auf einen richtig guten Best Friend Forever. Der Zwergspitz hat seinen Ursprung in Deutschland. Eigentlich ist er die Mini-Ausgabe des Spitzes, der schon vor Jahrhunderten weit verbreitet und besonders in Deutschland häufig zu finden war. Die kleine Zuchtvariante wurde vor etwa 200 Jahren in der Provinz Pommern begründet, einem norddeutschen Gebiet an der Ostseeküste. Von dort fanden die Zwergspitze ihren Weg nach England und eroberten die Herzen der britischen Nation, die die Zucht weiter ausbauten. In den 1970ern schwappte die Begeisterung für die kleinen Flauschkugeln wieder nach Deutschland zurück. Am beliebtesten sind sie zwar immer noch in England und in den USA, aber auch hierzulande wird die Rasse immer beliebter. Der Zwerg bringt es auf eine Schulterhöhe von nur 20 bis 22 cm bei durchschnittlich 3,5 Kilo. Sein Körperbau ist irgendwie ein bisschen quadratisch, aber ganz harmonisch. Auf dem fuchsartigen Köpfchen sitzen spitze, aufgerichtete, nah beieinander liegende Ohren. Er hat einen süßen Gesichtsausdruck mit mandelförmigen Augen in sanften Brauntönen. Das flauschige lange Fell hat eine sehr dichte Unterwolle, deswegen steht es immer etwas ab. Die häufigsten Farben sind schwarz, weiß, orange und creme. Besonders dicht ist das Fell im Nacken, wo es einen kleinen Kragen bildet, wie eine Löwenmähne. Und selbstbewusst wie ein Löwe ist er auch. Das beweist er gerne selbst bei größeren Hunden, da hat er wenig Berührungsängste. Aber er ist nicht aggressiv, eher herausfordernd spielerisch. Er ist überhaupt sehr aufgeschlossen und freundlich und kann gut mit anderen Tieren. Alles potenzielle Spielkameraden. Besonders seinem Lieblingsmenschen gegenüber ist er super lieb und auch sehr anhänglich. Er ist treu an seiner Seite und möchte ihn auf jeden Fall beschützen. Und er ist auch sehr wachsam. Mit seinem großen Organ eignet er sich fast schon als Mini-Alarmanlage. Das große Selbstbewusstsein, sein Beschützerinstinkt und der ausgeprägte Spieltrieb erfordern eine konsequente Erziehung. Eine Hundeschule ist daher eine gute Sache, besonders für Anfängerinnen und Anfänger. Hier können sich die Zwergspitze auch im Umgang mit anderen sozialisieren. Wichtig bei der Erziehung eines Zwergspitzes ist auch Einfallsreichtum. Bringt Abwechslung ins Spiel und fordert das lebhafte Kerlchen mit interessanten Aufgaben. Klickertraining zum Beispiel macht sicher euch beiden viel Spaß. Die gemeinsamen Spaziergänge müssen aufgrund seiner Größe und der kurzen Beine nicht super lang sein, aber auf jeden Fall regelmäßig. Der Zwergspitz ist definitiv kein Couch-Potato. Und kein Alleingänger. Er bleibt gerne an eurer Seite und begleitet euch am liebsten überall hin. Alleine bleiben mag er daher nicht so. Tipps, wie ihr euren Hund ans Alleinsein gewöhnen könnt, findet ihr in unserem Video Welpen alleine lassen. Wenn ihr früh übt, sind sicher auch kurze Phasen ohne euch für den Zwergspitz machbar. Das dichte Fell sollte regelmäßig gebürstet werden, mindestens einmal die Woche, damit es nicht verfilzt. Die kleine Rasse ist aufgrund ihrer Größe leider nicht so robust wie ihre großen Verwandten. Um Probleme möglichst zu vermeiden, solltet ihr auf jeden Fall auf eine seriöse Zucht mit gesunden Stammbäumen achten. Wenn ihr Hundefreundinnen und Freunde Interesse an weiteren Rassen oder anderen tierischen Themen habt, abonniert doch direkt unseren Kanal. Und wenn ihr dann noch aufs Glöckchen klickt, klingeln neue Videos immer sofort bei euch an. Na, habt ihr schon mal so eine Knutschkugel in voller Aktion gesehen oder lebt mit ihr zusammen? Tauscht euch doch über eure Erfahrungen in den Kommentaren aus. Bis zum nächsten Mal.